Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil Symmetriezentrum einer gebrochenen rationalen Funktion, das außerhalb des Funktionsgraphen liegt und Punktsymmetrie am Start hat. Erweiterte Punktsymmetrie zu einem Punkt außerhalb des Funktionsgraphen. Funktion ist hier sogar eine Funktionsschar. Fa von x ist gleich x² plus ax plus 3a geteilt durch x minus 1. Erster gesucht ist ein Punkt der Symmetriezentrum mit einem x-Wert und einem y-Wert. Wir können hier grundsätzlich erstmal schon mal die Polstelle bestimmen, denn wir sehen, hier haben wir einen linearen Nenner und dieser lineare Nenner sagt, wir haben genau eine senkrechte Asymptote. X minus 1 ist gleich 0, rechnen wir nach x um, stellen wir nach x um, x ist gleich 1. Das bedeutet auch, dass unser Symmetriezentrum auf jeden Fall schon mal den x-Wert dieser Polstelle haben wird. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wie kommen wir hier drauf? Das ist nämlich der Schnittpunkt zwischen der Asymptote. Wir erwarten hier eine schiefe Asymptote, denn hier ist Grad 2 und hier ist Grad 1. Das heißt, wenn wir die Polynomdivision Zähler durch Nenner durchführen, kriegen wir eine lineare Funktion raus. Und diese lineare Funktion hat am x-Wert gleich 1, den y-Wert wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass das das Symmetriezentrum ist. Um das Ganze nochmal hier einmal zu zeigen, x gleich 1 ist hier. Und wenn wir jetzt hier eine schräge Asymptote kriegen, zum Beispiel diese hier, dann ist das das Symmetriezentrum. Wenn wir eine kriegen würden, die so lauten würde, dann wäre das hier das Symmetriezentrum. Gut, also rechnen wir als zweites, erstens Polstelle, zweitens Polynomdivision Zähler durch Nenner. Ja. Also x² plus ax plus 3a geteilt durch x minus 1. x² durch x ist gleich x. X mal x ist nämlich x², x mal minus 1 ist minus x. Und dann haben wir hier a plus 1 mal x. A plus 1 mal x durch x ist gleich a plus 1. A plus 1 mal x. Und a plus 1 mal minus 1 ist minus a minus 1. So, der Rest ist jetzt gleich Asymptote. Dieser Teil hier fällt ja weg, 0, ne, 0. Und hier bleibt a plus 1 stehen. A plus 1 durch x bleibt dann hier als Nenner, als Restterm stehen. Und dieses hier ist die Asymptote. A von x ist gleich, man, dieses hier ist natürlich total beschissen, das ist a von x, hat aber nichts mit Scheiße zu tun. X plus a plus 1. Ja, dieses hier ist jetzt eine Asymptotenfunktion, dann könnten wir die auch zum Beispiel pa von x, Pax, ja, das ist viel schöner als Frieden. Gut, jetzt nehmen wir also diese 1 hier und setzen sie hier brutalstmöglich ein. Das heißt, pa von 1 ist gleich 1 plus a ist gleich a plus 2. Und das ist hier tatsächlich das Symmetriezentrum dieser gebrochen rationalen Funktionsschar, das ist der Schnittpunkt der Polstelle bzw. der y-Wert der Asymptote an der Polstelle. So kann man das auch nochmal ausdrücken. Und damit bin ich jetzt hier aus diesem Video raus, muss allerdings noch mein Schild rausgraben und sagen Tschüss und auf Wiedersehen!